Hallo und herzlich willkommen zurück zu Peggy Peck 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 mit Dr. Blockerbar. Ja, wir sind im Abenteuer schon sehr weit. Wir haben nicht mehr viele Meister vor uns. Mal gucken, was kommt. Meister Lord Ascherich. Ich bin Lord Ascherich vom Orden der Flamme. Und es ist mein Privileg, euch die Feuerkugel vorzustellen. Die machtvollste der magischen Kräfte von Peggle. Die Feuerkugel brennt sich mit ungezügelter Kraft durch das Spielfeld. Wenn sie vom Freikugelgefäß zurückprallt, ist deine Überlegenheit gesichert. Deine Ausbildung beginnt jetzt. So. Triff den grünen Spielstein, um in der nächsten Runde die Feuerkugel zu aktivieren. Entschuldigung. Die Feuerkugel brennt eine Schneise durch das Spielfeld. Überzeuge dich selbst von ihrer mächtigen Kraft. Ja, das werden wir mal machen. Sehr epische Musik. Geil. Okay. Weil wir müssen ja irgendwie uns an diese Fähigkeit ja gewöhnen. Wir müssen ja irgendwelche taktischen Vorgaben uns, was heißt hier Vorgaben, taktische Überlegungen eher treffen, damit wir das Level so gut wie möglich meistern können. Hui! Oh. Aber wenigstens eine rote Kugel getroffen. Oh, noch ein bisschen höher und naja, man kann ja nicht alles haben. Boah, das war Boss-like. Sehr schön. Ich glaube, ich brauche die. Wobei. Ja, das schaffen wir locker. Oh. Und einmal whip. Zu langsam. Ach komm her, sicherheitshalber. Auf Wiedersehen. Mal zwei, bitte. Stimmt ja, im letzten Part gab es ja keine Musik. Dazu gleich mehr. Beachte meine Schüler. Ach so, Entschuldigung. Beachte, mein Schüler, dass das Freikugelgefäß verschlossen ist, wenn die Feuerkugel aktiv ist. Ein guter getimter Schuss kann also vom Deckel abprallen und weitere Spielsteine treffen. Ja, das hast du bereits erklärt. Ja, im letzten Part gab es ja aus irgendeinem Grund keine Musik und ich habe wirklich nicht herausgefunden, weshalb und warum. Weil, ja. Das war ziemlich merkwürdig. Ich habe ein bisschen nachgeguckt. Ich glaube, ich hatte da ein Spiel vorher mal gespielt. Ich hatte mal kurz reingeguckt, wo wir waren. Und ja, das war nicht sehr gut. Nein, das war sehr eigenartig. Ich habe jetzt mal, bevor ich angefangen habe, die Aufnahme zu starten, habe ich mal einfach sicherheitshalber nochmal in den Einstellungen geguckt. Also die Musikeinstellung war nicht heruntergestellt. Also das kann ich versichern und wir haben nicht versagt. Ja, die grüne Kugel, das wird ja eh nichts. So, warte mal. Spielen wir ein bisschen mit Voraussicht. Ja. Bloß die Kugel will nicht mitspielen, okay. Aber das Level ist auch blöd aufgebaut. Entschuldigung. So.
Ja, und auch ein bisschen weiter googeln könntest du schon. Ja. Nein! Eine Millisekunde, eine Millisekunde hätte gefehlt. Aber naja. Ja. Fall durch. Du Durchfall, du. Ah. Okay, da sollte ich gleich nutzen. Sauber. So, was nehmen wir? Ach komm, ja, wir. So habe ich's doch gern. Ja. So nicht, aber mal gucken, können wir das so timen? Jawohl. Sehr schön, so wollte ich's haben. Den könnt ihr ruhig noch reinschießen, also ich habe nichts dagegen. Gucken. Sehr schön. So, den lassen wir einfach da rumhopsen. Ja, okay, und so wird's gemacht. So, das war jetzt meine exklusive Remix-Version. Ich habe den Orchester wieder eingestellt, nachdem sie mir beweisen können, dass sie auch was anderes spielen können, außer dieses Rumgeheule. Spaß ist kein Rumgeheule. Das ist klassisches Singen. Allmählich dürftet ihr die beeindruckende Stärke der Feuerkugel bewusst werden. Lasst dich durch ihre Macht jedoch nicht zum Hochmut verführen. Die Flamme dient nur dem Tugendhaften. Ja, du. Ach du Scheiße. So, wie schneide ich das Ding an? Ich glaube so, okay. War doch gut, oder? Das gefällt mir auch. So ein bisschen unter. Warte. Genau anschneiden. Jawohl, so wollte ich es haben. Ach, verdammte Dreckskugel. Na komm her. Ah, shit. Das wollte ich jetzt nicht. So. Kurz mal mein Headset richtig rücken. Ja, das war ja. Der grüne Stein liegt einfach nur scheiße. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen Chaos veranstalten und schönes Ding. Bitte was? Ja, schönes Ding. Hier hast du dein schönes Ding. Hier hast du dein zweites schönes Ding. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Außer ich mach noch eine Tricky. Ja. Die Kugel will heute nicht. Die ist irgendwie so. Freitag? Nee, kein Bock. Ich hätte wohl nach 0 Uhr spielen müssen. Ja, das da lohnt sich ja überhaupt nicht. Aber das, warte. Entschuldigung. Hättest du auch mal ruhig mitnehmen können. Was war das denn? Hey, die verarschen mich ja. Ja. Sehr schön. Mit viel Gefühl. Schön weitergespielt. So, ja, das wollte ich natürlich nicht. Das sind immer verschwendete Züge. Das nervt mich sowas von. Na toll, diese rote Kugel da, die sitzt so scheiße. Bam 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 bam.
bam, die Kugel war daneben. Lalala. Nee, das wird wieder nix, also. Wo nicht? Ich wollte wieder so ein bisschen tricky sein, okay. Nein! Ach, geht doch nach Hause. Schönes Ding. Oh, ach so, das wird sehr schön. Wollte schon gerade sagen, ja, da haben sie mich wieder mal verarscht. Aber sie waren noch gnädig mit mir. Haben sich so gedacht, ach, der arme, arme Junge. Sonst schafft er ja das Level nicht. Geben wir ihm noch mal eine Chance und... So, bitte seitlich abprallen. Ja. Das müsste... Jetzt müsste es schaffbar sein. Ja, sehr schön. So, die Kugel geht da nicht. Sehr schön. Ja, jetzt erst recht. Oh. Das war talentiert so hingespielt. Das war talentiert sowas von nicht hingespielt. So, und... Ach so, es sind noch zwei Kugeln. Mal gucken, ob wir hier... Zuspiel wie bei Real Madrid. Bitte was? Sieh dich vor. Auch wenn du die Flamme beherrschst, wird der Sieg nicht leicht sein. Ihr wiederholt euch 10.000 Mal. Die wiederholen sich jeder 10.000 Mal. Das ist wirklich sehr einfallsreich, was hier geschieht. Ich habe schon starke Männer bei ihrem Versagen weinen sehen. Nehmt ihr kein Beispiel an ihn. Ich weine bei euren Texten. Epische Musik. Komm her. Ach, komm her. So, das musste sein. Ja, das war eigentlich unnötig, aber das war auch unnötig. Hat sich die Kugel minimal zur Seite geglitscht? Wie kann die denn da so... Was ist denn hier los? Hallo? Bisher hat noch nie das Spiel gehakt. Warum das jetzt hakt? Keine Ahnung. Liegt am Level. Das denkt sich so, ah... Scheiß Level. Sag mal! Rätselhaft, warum das so leckt. Also so richtig. Oder eher gesagt, leckt. Nicht das, was ihr jetzt hier verstanden habt. Ups. So, haben wir schon mal eine Kugel. Kannst ja mal ein bisschen schneller fliegen, du. Hätte es eigentlich weiter so kentern können, so. Thank you.
Nein! Arschlochkugel, du. Was erlaubst du dir hier? Epische Musik! Sehr schön. Ja, oh. Naja, fast hätte meine Idee geklappt, aber nur fast. Geschmeidig rübergeschmissen. Na, das müsste doch jetzt klappen. Wenn das nicht klappt, raste ich aus. Ja, okay, das muss ich jetzt machen. Ja! Sehr schön. Cheating! Aber negativ gemeint. Ach, noch ein Level mache ich und dann ist gut für heute. Deine Lernfähigkeit beeindruckt mich, mein Schüler. Nur wenige wagen es, sich zu prüfen, weniger noch zu bestehen. Ja. Das wage ich zu bezweifeln. Ja, komm, jawohl. Ich will diese Kugel da kriegen. Du scheiß blaue Kugel. So lob ich's mir. So, ach komm. Nein! Ach, Menü. Das war einzigartig. So, komm. Wie der Ball da immer auch rausspringt. Nein, ich brauche die Grüne. Komm schon, ey. Okay. Das war mindestens eine Entschuldigung wert. Oh. Das ging flott, fand ich. Ach komm, wir machen noch eine. Ich bin gerade gut drauf. Okay. Oh, hey, oh. Ja, ich bin oh, von manchen auch Meister oh, genannt. Mach dich mit mir auf den Weg. Ich werde dir einige Hinweise über die bewusstseinserweiternden Wahrheiten der Zehnkugel geben. Unsere Reise wird uns an unseren Bestimmungsort führen. Oder vielleicht auch nach nebenan, ganz in der Nähe. Oh. What the fuck? Wenn der grüne Spielstein getroffen wird, steht dir in der nächsten Runde die Zen-Kugel zur Verfügung. Die Zen-Kugel strebt in allen Dingen nach Harmonie und Güte. Ich bin tiefenentspannt. Ich finde diese Zuckerstange gut.
Ich habe die jetzt nicht so richtig verstanden, wenn ich ehrlich bin. Wir sind im Gleichgewicht unserer Sinne. Also ich weiß noch nicht, was ich von dieser Fähigkeit halten soll. Ja. Außer, dass sie nach unten gerade durchrutscht. Nein! Scheiße, zu früh. Wie soll man denn die da unten kriegen? Ja. So. Ja. Wir müssen antizipieren. Und jetzt. Ja. Das war. So. Okay, nochmal. Und kurz bevor es unten an. Jetzt. Oh. Ihr seid mir ja welcher. Nein. Okay, Level wiederholen. Am liebsten hätte ich, wenn diese drei roten Kugeln da verschwinden würden. Weil die einfach so unnötig da sind. Ja. Nein! Das Spiel mobbt mich. Ah, warte mal. Jawohl. Trotzdem finde ich die Fähigkeit nicht so gut. Ich meine, ja okay, sie ändert die Aufprall-Dings da. Okay, vielleicht könnte ich die für die untere da noch nehmen. Super! Beste! Okay, ich hab nichts gesagt. Und ihr habt auch nichts gehört, ja? So. Jetzt können wir auch ein bisschen unten mäßig. Sehr schön. Und komm her. Wenn schon, denn schon, ne? Jetzt nochmal. Na gut. Da. Ja. Das war's dann von diesem Part erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr die neue Fähigkeit findet. Ich finde sie. Das ist wieder so ein Glücksfähigkeit, die eigentlich keinen Vorteile beschafft, sondern eher auch Nachteile, wenn man so gedacht hat, okay, das könnte so gehen, und plötzlich kommt die woanders rein, oder raus, oder dran, oder springt woanders hin. Ich weiß nicht. Mal gucken, wie es sich in den anderen Parts, wie sich die Fähigkeit dort schlagen wird. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.